Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Housekeeper. Und heute spielen wir Housekeeper. Junge, mein Kopf schon wieder komplett am Arsch. So, wir kaufen uns heute das Schildkrötenhaus. Das hat 5 Räume, 2 Etagen. Und, ja, ein wahrer Schatz, ein gemütliches Haus auf einer kleinen Insel mitten im Meer. Der Vorbesitzer ist ein Kampfkünstler, der diesen Ort verlassen hat, um sich auf die Führung seiner eigenen Schule konzentrieren zu können. Wir kaufen das Haus. Na, da fackeln wir auch nicht lange. Make House. Warum steht da Mache Haus? Egal. In meinem zukünftigen Haus ist kein Platz für spielende Kinder. Ja, ich glaube, dieses Haus ist auch zu klein. Oder? Keine Ahnung, wir finden es jetzt heraus. Ja. Okay, da sind wir. Am Haus angekommen. Da oben ist dreckig. Ist er weg? Nö. Ach, das ist Schatten. Blöd. Aber hier ist er. Aha. Wir gehen erstmal hier außen rum und machen hier mal den ganzen Dreck vom Haus weg. Jo, das sieht schon geil aus, ne? Stellt euch mal vor, Leute. Hier wohnt ihr einfach. Jo, hier ist sogar... Als ob. Hier ist sogar so ein Schlauchboot. Ja, das ist ja geil. Stellt euch mal vor, ihr wohnt einfach hier. Let's go. Okay, das ist wirklich ein geiles. Boah, Junge, da hätte ich auch Bock zu leben. So, sag ich euch ehrlich. Alter, wir machen das mal gleich. So. Jo, wir haben auch 200. Seht ihr das hier? 257.000 Euro, Alter. Also wenn wir uns davon nicht das letzte Haus leisten können, dann weiß ich auch nicht. 30 zusammen und räumen hier könnte ich auch. Ich räume doch hier auf, Mensch. Lass mich in Frieden. Ich stapel sogar die Teller für dich. So. Haben wir mal die Sachen alle hin. Warum ist hier ein Löffel? Egal. Okay. Die Bartdinger, wo kommen die hin? Hier wahrscheinlich, oder? Ich würde sagen, hier hin. Ich stelle die auch einfach da hin. Und wie viele Teller sind denn hier noch? So langsam kann ich diese Teller nicht mehr sehen. Oh, ups, das ganze Regal mitgenommen. Mal was? To-Do-Liste. Eat, Sleep, Train. Find Flipper Balls und Wife Quillen. Oder was auch immer das bedeuten soll. Okay, so, haben wir weg. Was ist hier schon wieder markiert? Hier ist wieder irgendwas markiert. Aha, das ist markiert. Blumen, sehr gut. Ey, hier ist ja noch ein Teller. Teller, komm mit. So. Da ist noch dreckig und eine Blume, die weg muss. Okay, so. Gehen wir mal in dieses Zimmer hier. Oh, eine Kugel. Alles klar, die konnte ich einsammeln.
Darf ich hier bitte wieder raus? Danke. Aha, hier unten geht's ja weiter. Okay, wir gehen aber erstmal hier rein. Mann, hallo. Okay, fertig. Ach, da ist wieder so eine blöde Pflanze. Wo sind die Blumen? Heul nicht. Ich setze da ja ruhig neue Blumen rein. Oha. Nee, ich will nicht wieder hoch. Warum sind hier drei Betten, Alter? Egal. Ich sag nichts und mache hier einfach sauber. Mal, warum ist jetzt hier schon wieder Dreck? Wegen hier. Wie konnte man sich denn hier nochmal hinlegen? Irgendwie konnte man sich hinlegen. Warte mal, ich mach den hier, so. Zack. Ach, das sind diese Bälle, die ich finden muss. Aha. Ach so, ich habe Licht angemacht. So, hä? Hey, irgendwo hier ist aber noch Dreck. Ach, da. Da ist noch Dreck. Geil, dass hier ein Lichtschalter ist ohne Licht. Wartet mal, wir müssen mal gucken. Wie viele Zimmer gibt es denn jetzt noch? Eins, zwei, drei. Wo ist denn das andere? Aber warum gibt es denn hier nur so welche? Egal, ich würde sagen, ich setze jetzt einfach mal Blumen oben hin. Wenn ich hier rauskomme. Hallo, danke. Weil die eine sonst rumheult. Gut, Blumen. Blumen. Hier so einen kleinen Blumentopf, der nicht klein ist. So, bist du jetzt zufrieden? Vielleicht noch sowas. So. Vielleicht auch noch eine Pflanze. Pflanze. So. Eine Pflanze für euch. Reicht. Und hier unten baue ich jetzt so ein Gaming-Dings hin. So, hier hin. Aber warte mal, wo soll ich den hinbauen? Da Schreibtisch, würde ich sagen. Schreibtisch. Ja, da reicht auf jeden Fall so einer. So. Dann eine Tastatur. Nee, erstmal einen Monitor. Ich glaube, hier reicht sogar einen großen, oder? So, kann man hier auch anmachen. Eine Tastatur. Zack. Dann ein Mauspad. Das darf natürlich auch nicht fehlen, denn ohne Mauspad geht hier gar nichts. Und das heißt nicht Mauspad. Geil. Unterhaltung, Gaming. So, dann suche ich das halt hier. So. Dann eine Maus. Dann ein PC. Computer. Okay, muss ich auch wieder hier bei elektrischer Unterhaltung Gaming wieder hier den raussuchen. Wo ist er denn? Da ist er, der Gaming-PC. So, dann noch ein Gaming-Stuhl. Bevor ich das mache, ich glaube, ich setze hier so ein Ding hin, oder? Ich würde sagen, zwei. Zack. Geil. Gut. Jetzt aber noch ein Stuhl. Stuhl. Oder warte mal, Gaming. Stuhl.
Ja, hier, Gaming-Stuhl. Okay. Leute, wir haben hier noch eine kleine PC-Ecke gemacht. Und jetzt gehen wir hoch. Und verkaufen mal die Hütte hier. Hallo. Jetzt lass mich hier hoch. Boah. Einmal in meinem Leben will ich hier nur hoch. Was ist jetzt das Problem daran? So, okay. Dann ausverkaufen. Zur Auktion gehen, ja. Geh zur Auktion. Danke. What? Die sind jetzt schon bei 100? Okay, die wollen mir jetzt schon 112.000. 114.000. Das reicht nicht nein zu, ne? 35.000, Alter. Ja, warum denn nicht? So, wir fragen mal, ob die mir so 6.000 noch dazu zahlen würden. Machst du Witze? Okay, er will's nicht. Ja, wir nehmen das Angebot an, oder? 114.000 für. Wir haben 4.000 für Möbel ausgegeben. Ja, easy. Rein da. Jetzt haben wir irgendwas mit 300.000, oder? Müssen wir zumindest haben. Voilà. Gebt mir die Kohle. Ich brauche die Kohle. Ah, ich habe jetzt 368.000, wie ihr hier sehen könnt. Okay, Leute. Ich würde aber auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sabo.